So, hallo liebe Follower, ich bin's mal wieder mit meinem Tagebuch. Mal 16 Uhr haben wir es, Mittwoch, 14. Oktober 2020. Ich versuche mich ja kurz zu fassen, dass ich das auch für TikTok denn 60 Sekunden hochladen kann. Ich schneide gleich zusammen. Ich bin bei meiner Mutter und mach kurz Pause. Ja, ich gucke gerade Fernsehen hier oder meine Mutter hat hier irgendwas eingeschaltet, bin Superhändler, keine Ahnung was, und wollte kurz die Zeitung mit euch mal durchgehen. Ja? Gestern noch mal ein bisschen Schwindelfutter. Guck mal, ganz gut. Ja? Und trinke da immer ein bisschen Wasser. Das ist cool und günstig. Die Qualität ist Edeka. So, Zeitung. Mittwoch, 14. Oktober 2020. Berlin, Germany. BZ ist von Axel Springer. Berliner Zeitung. Ja, ich meine, hier ist nicht alles durch. Aber Zwangsschließung wegen Corona. Die haben alle Probleme. Die brauchen ganz viel Geld, weil Corona natürlich alle pleite macht. Was ich euch zeigen wollte, ist Redaktionsschluss 0:04. Das heißt also, die Zeitung wurde heute Nacht gemacht. Dementsprechend ist es im Prinzip die Zeitung von gestern. Alle Nachrichten Schnee von gestern. Ja, trotzdem aber steht natürlich das heutige Datum da. So, BTD Bunker hier wird irgendwie eine Villa verkauft, bla bla bla. Union ist auch ganz gut, da muss ich Mitglied werden, ich habe aber kein Geld. Wisst ihr ja alle, bin pleite. Zeit habt ihr hier, 16:03. So, hier ist, ich mache mal ein bisschen höher hier. Ich werde es nicht alles vorlesen, ja. Geisterstraße, die haben alle Geldprobleme wegen Corona, Umsatzeinbrüche. Zwangsschließung, Werbung von König. Hier haben wir 27 Häftlinge in Quarantäne. Nachrichten habe ich auch schon gerade gesehen. Die wollen schon wieder neue Maßnahmen machen. Bitte nicht. Einen neuen Lockdown oder so eine Scheiße. Bitte nicht. Aber ich kenne mich mit dieser Kacke auch nicht aus. Ich kann nur beten zum lieben Gott und hoffen, dass hier alles vernünftig wird. Hier ist irgendwie ein Stinkefinger, wie alle, die keine Maske tragen. Keine Ahnung. Ich möchte mich da lieber nicht ein. Hier stirbt, ist jemand gestorben, ganz traurig. Ja, ich würde auch nicht so traurig machen mit der ganzen Nachricht. Lies die Zeitung mal selber. Ich wollte auch mal für Asien und so mal zeigen, was hier so in Deutschland abgeht. Ja, neue Heimat für Siemens Manager, okay. Keine Ahnung. Er muss jetzt hier sich vor Gericht. Der hat, glaube ich, irgendwas in Tankstelle überfallen. Das ist nicht gut. Sollte man nicht tun. Ja, böse Menschen müssen leider ins Gefängnis. Hier ist noch irgendwer ein Männerfinger. Oh Gott, oh Gott. Fürste Haus Berlin zum Verkauf. Good luck. Der Maler der geteilten Stadt. Rätsel, Sudoku, eine tolle Zeitschrift, kostet 9 Euro, ist für jeden was dabei. Horoskope, seht ihr hier, ich bin uns Zwilling, 26. Mai 2021. Merkt euch bitte das Datum ganz, ganz gut. Und eintragen im Kalender bitte. Kassenärzte sagt, es ist Unsinn, ja, finde ich auch, ist Unsinn. Fridays for Future finde ich gut. Okay, keine Ahnung, was, ist jetzt religiös oder? Keine Ahnung. Beherbergungsverbot, keine Ahnung. Weiß ich. Herr Söder hat hier oben eine Frage. Söder droht mit echter Notbremse. Bitte nicht. So, ich denke, es soll erstmal reichen hier. Ich will euch auch nicht zubomben hier mit Nachrichten. Ein Horror, ja, bitte, die Raserei muss aufhören. Ich will ja nicht lesen. Das ist mir zu traurig. Private Krankenversicherung, weiß ich nicht. Vortänger, Tatort, hier Kinoprogramm. Ich gehe mal ins Cinemax hier am Potsdamer Platz. Bis dann, ob Kino überhaupt läuft hier. Ja, keine Ahnung. Oh, hier Erotik. Oh. Diese Anmache nervt. Ja, manche Männer nerven wirklich mit. Ich bin manchmal auch so ein bisschen sexsüchtig. Tut mir leid. Schluss mit dem Ausprobieren. Deutschland 3-3. Hier sind die ganzen Deutschland-Fußballergebnisse. Bundesliga ist erst wieder am Wochenende. Hertha! Sehr gut, mein Lieblingsverein. So, was haben wir hier noch? Union. Sehr gut, hat ein grünes T-Shirt an. Wie gut. Das ist hier Werbung, Werbung. Letzte Seite ist auch interessant. Das ist hier Zahl des Tages: 6198. Stiegen die US-Verkäufe, keine Ahnung, was ist hier? Hier schmust einer fremd. Weiß ich nicht. Gut, soll erstmal reichen. Danke fürs Zuhören. Ciao, liebe Welt.